Liebe Trader, zum Wochenausklang werfen wir noch einen Blick auf die aktuellen Bullenaktien am deutschen Markt, denn trotz eines weiterhin verhaltenen Gesamtmarktumfeldes, insbesondere was die Entwicklung im Leitindex angeht, sehen wir teilweise in Einzelaktien eine sehr konstruktive Price Action und viele dieser Bullenaktien haben eben auch das Potenzial, ein Eigenleben zu entwickeln und sich deutlich von der Gesamtmarktentwicklung abzukoppeln. Ich nutze hierfür im Trading Desk die Momentum Breakout Matrix. Diese finden wir über die Navigationsleiste, das Symbol mit den drei Balken, und dann an sechster Stelle erhalten wir die Matrix. Und die Matrix sortiert mir in erster Linie sämtliche Aktien auf Basis der Deutschland TF Prime Liste bis zu einem Maximalabstand von 10% bis zum Jahreshoch. Ich erhalte aber in der Matrix noch wertvolle Zusatzinformationen. Und das wird zum Beispiel deutlich, wenn ich hier mit der Maus über die Aktie von Kencom fahre. Ich öffne den Chart und bei Kencom sehen wir heute einen schönen Ausbruch auf ein neues Jahreshoch. Bei Kencom bin ich dem Breakout gefolgt und deshalb sei an dieser Stelle erwähnt, dass ich hier aktuell Positionen halte. Wenn ich jetzt zurück in die Matrix gehe und erneut über das Feld von Kencom mit der Maus fahre, dann sieht man, wie direkt weitere Aktien aus dem Sektor IT-Dienstleister mir grafisch hervorgehoben werden. Und zum Beispiel auch eine Adesso und eine All for One Step, die beide im Nebenwertesegment angesiedelt sind, sollte man definitiv auf der Watchlist haben. Wir betrachten eine Adesso. Vor allem hier im Big Picture. Ja. Die Aktie hat sich jetzt hier von diesen Tiefs wieder deutlich erholt. Ich kann das Ganze mal andeuten. Schöne, neue, breite Basis für einen weiteren Kursaufschwung und eben nach dieser schönen Kontraktionsphase hier in den letzten Tagen könnte jetzt hier auch zeitnah ein dynamischer Breakout erfolgen. Man kann hier direkt sich einfach mal einen Alarm ins System platzieren, um sich auf dieses Szenario gezielt vorzubereiten. Linksklick auf den Abwärtstrend, rechtsklick, Alarm erstellen. Sobald die Aktie erneut Stärke entwickeln sollte, über der Linie ausbricht, erhalte ich zum einen eine Push-Notification über die TraderFox Pro App auf dem Smartphone und auch hier eine Benachrichtigung rechts unten im Trading Desk. Die nächste Aktie ist All for One Step, ebenfalls ein IT-Dienstleister, und hier macht vor allem das Big Picture einen guten Eindruck. Wir haben ja eine mehrjährige Konsolidierung, aus der die Aktie dabei ist auszubrechen, und immer wenn breite Basen verlassen werden nach oben, dann resultiert hieraus deutliches Kurspotenzial, weil es in der Regel auch mit einer fundamentalen Veränderung zum Positiven einhergeht. Sprich, hier können wir uns ebenfalls einen Alarm im System platzieren. Linksklick auf die Linie, rechtsklick, Alarm erstellen. Und wenn ich dann eben beobachte, ja, dass gerade IT-Dienstleister Stärke entwickeln durch die Bank, dann hat ein solcher Breakout eine noch stärkere Signalwirkung. Welche Aktien sind aktuell noch interessant? Deutsche Börse AG profitiert ja aktuell von der erhöhten Volatilität am Gesamtmarkt. Ist der Top-Bulle unter den DAX 30? Denn im Gegensatz zum Leitindex selbst notiert man schon wieder auf Jahreshochniveau und hat eben ein neues Kaufsignal unmittelbar vor sich. Spätestens hier mit dem neuen Jahreshoch dürfte neuer Schwung in die Aktie reinkommen, also auch ein Kandidat für die Watchlist. Dann eine Airbus-Aktie finde ich auch interessant aus mehreren Gründen. Zum einen sollte der Euro gegenüber dem US-Dollar weitere signifikante Schwäche zeigen, würde das die Aktie beflügeln. Dann wurde gestern Abend noch über den Nachrichtenticker gemeldet, dass Indigo womöglich erwägt, 50 A330neo zu kaufen, und damit würde ein weiterer Großauftrag eingetütet werden. Zuletzt hat Airbus selbst ja auch starke Zahlen geliefert, die über den Erwartungen ausgefallen sind. Es hat sich ein neuer Pivotal Point gebildet, die Kursaufschläge konnten hier zuletzt verteidigt werden. Womöglich haben wir jetzt hier auch ein neues Swing Low gebildet und spätestens mit dem Break über die psychologische wichtige Marke von 100 Euro könnte auch hier neuer Schwung reinkommen, sodass dieser Titel ebenfalls auf die Watchlist gehört. Und wer gerade auch noch einen guten Eindruck auf mich macht in den letzten Tagen, ist Takt. Die Aktie hat seit Jahresanfang eine neue Aufwärtstrendstruktur ausgebildet und zeigt jetzt hier in den letzten Tagen auch erstmals wieder neue Breakout-Avancen für die Fortsetzung dieses etablierten Trends, sodass diese Aktie jetzt auch nach der mehrwöchigen Konsolidierung
erstmals wieder für die Long-Seite interessant wird. Auch wiederum Strong Watch und auf der Watchlist aktiv führen. Und abschließend können wir uns noch eine Rocket Internet anschauen, denn auch die Beteiligungsgesellschaft macht einen gar nicht so schlechten Eindruck auf mich. Es gab in letzter Zeit immer wieder positiven Newsflow, vor allem von institutioneller Seite. Berenberg hat ja vergangene Woche das Kursziel bei 3 oder 54 Euro bestätigt. Das wäre ein Kurspotenzial über 100%. Dann durch die Bekanntgabe für die MDAX-Aufnahme hat sich hier dieses Upgap abgezeichnet. Positiv zu werten ist, dass dieses verteidigt werden kann. Und wenn die Aktie jetzt erneut einen Anlauf über die 25er-Marke starten sollte, dann könnte auch hier final diese Bodenbildung zum Ende kommen. Ich zeige das hier mal noch im Weekly-Chart. Ja, also insgesamt spannende Situation, und hinzu kommt auch noch Fantasie über weitere Börsengänge von Beteiligungen wie zum Beispiel Home24. Und grundsätzlich müssen wir die aktuellen Bullen ganz genau im Auge behalten. Zum einen sehen wir, sie haben das Potenzial, ein starkes Eigenleben zu entwickeln, und sollte der Gesamtmarkt jetzt doch erneut Schwung aufnehmen können für eine breite Erholung, dann haben auch diese Aktien das größte Potenzial, von dieser Entwicklung überproportional stark profitieren zu können.